Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ich wieder mit dabei bin. Ich bin eigentlich nur einer. Hallo! Ja, schön, dass ihr noch hier seid. Gab ja eine bisschen längere Pause. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute direkt den Morimontag zelebrieren. Ich habe ein paar Morimontage noch hier auf Tasche. Und wenn ich sage ein paar, dann meine ich tatsächlich ein paar, nämlich zwei. Weil ich die anderen Abstimmungen dann gar nicht mehr gestartet hatte. Okay, sie rennt in die Hütte. Da habe ich gerade nicht so wirklich Bock. Ich bin mit dem Schweinchen unterwegs. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Schon ein bisschen länger nicht mit Schweinchen gespielt. Oh, ich würde ihr gerne die Palette noch, yes, abnehmen. Sehr schön. Und hier, wo sie jetzt hinrennt... Hallo. Sie guckt so nach hinten. Nee? Okay, ich hätte drauf gewettet, dass da noch ein Deadheart kommt. So, okay, also Leute. Ja, ich hatte mir jetzt dann gesagt, weil die Pause dann irgendwie immer ein bisschen länger wurde, war eigentlich nicht so geplant. Zwei, drei Worte an die Leute, die nicht auf Discord sind oder was. Gab ein bisschen familiäre... Naja, was heißt Probleme, aber Krankheit und so weiter und so fort. Alles nicht so cool gewesen. Und dementsprechend... hatte ich dann ein bisschen den Flow verloren mit den YouTube-Videos und habe mir dann im Laufe der Zeit einfach irgendwann gesagt, okay, komm, ich mache einfach im September weiter, so dass ich ein Datum habe, wo ich dann, hallo, wo ich dann quasi so drauf hin arbeiten kann, in Anführungsstrichen, dass der durchging, ist einfach nur eine Frechheit. Aber gut, zum Glück bin ich am richtigen Ende diesmal. Sonst bin ich oftmals am falschen Ende. Wo sind die hingesprungen? Hm, okay. Scheinbar woanders hin. Ruin ist noch da. Ich dachte ja eigentlich, ich kann mich hier wieder von Ruin Undying durchcarryen lassen. Aber irgendwie wollte das Spiel nicht so, wie ich will. Nevrion hat übrigens Glück, ne? Grüße gehen raus. Die Feng ist die Obsession. Und da ich das Beste kommt zum Schluss dabei habe, würde ich sagen, lassen wir die auch erstmal ein bisschen in Ruhe. So, sie wird wahrscheinlich hochrennen. Ja, nee. Ah, das ist die Feng. Scheiße, die wandern. Das hier zählt doch auch, ne? Das hier zählt nicht. Oh, gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Dachte, ich kriege jetzt einen Stack weg. Okay, umso besser. Könnte gut sein, dass die hier vorne dran werkeln. Nö. Leute, oh oh. Könnte sein, dass jemand an meinem Totem ist. Ah, du schon wieder, du Schlingel. Ah, gut. Dann, muss ich wohl oder übel doch auf die Feng nochmal. Oh! Schon wieder! Ey, Mann, heute habe ich einfach nur Glück. Nice. Habe ich auch mal verdient, ein bisschen Glück zu haben. Ist die andere noch hier? Ja, gerade noch mitbekommen. Hin und her. Grants weiß nicht, was er will, Leute. Na doch, eigentlich will ich, dass die da durchspringt. Die ist flink unterwegs. Schade. Ich muss ein bisschen mehr Druck aufbauen hier. Erst eine Person am Haken gehabt. Oh Gott, ich werde es riskieren. Ah, verdammt. So, da sie flink ist, ist sie nicht hart im Nehmen. Leider jetzt ein paar Stacks weggeballert. Aber dafür haben wir sie immerhin erwischt. Ich glaube, dass es das vielleicht wert gewesen ist. Ich glaube nicht, dass Ruin noch lange überleben wird. Mindestens zwei Leute müssten eigentlich wissen, wo es jetzt ist. Vorne war gerade die Klödia, wenn ich das richtig gesehen habe. Nicht die Klödia. War jemand anders. So, hier werde ich auf jeden Fall so wieder machen. Schaffe ich das noch? Ah, okay. Na, zum Glück habe ich hier nicht... Zum Glück habe ich hier nicht einfach so gegengeschlagen. Einfach nochmal ein paar Stacks verloren und sie hätte ich nicht erwischt. Das wäre ziemlich bitter geworden. Zweiter Generator ist fertig, Alter. Ruin Undying macht irgendwie überhaupt nicht das, was es soll. Wo ist denn hier noch einer? Da. Könnte eng werden.
Oder? Oh, schade. Ah, nice gemacht. Rash war das. Mal schauen, ob es was gebracht hat. Oben ist die Palette noch. Wenn sie nach oben rennt, dann lasse ich sie rennen. Dann hole ich mir lieber die Klödia, die gerade da hinten zu meinem Totem rennt. Das finde ich nämlich nicht so lustig, wenn ich ehrlich bin. Okay, renn fleißig zur Killerhütte. Na? Konnten wir sie immerhin verarschen? Beste kommt zum Schluss. Wer hätte gedacht, dass wir da doch nochmal so ein paar Stacks raufbekommen. Finde ich schön. Niemand hier. Entschuldigen Sie bitte. Was machen Sie denn hier? Okay, die ist noch da. Schade, ich dachte, die zieht mir vielleicht noch eine Palette. Ah ja, macht sie jetzt auch wahrscheinlich hier oben die. Komme ich nicht ran? Nee. Schade, schade, schade. Unten wird gewerkelt. Nicht mehr. Gut. Dann. Ach, die gehen helfen. Verstehe. Hallo. So, sie dürfte noch nicht wissen, dass ich hier mich relativ schnell erhole. Ist die da wieder rangegangen? Nein. Oh, was? Katie Baby. Okay, damit sind wir bei 8 Stacks. Das war sogar Rash, der Bengel, der vorhin hier das Dingens weggenommen hat. Müsste die andere jetzt eigentlich hinbekommen. Schön ist, dass viele Leute eine Falle drauf haben. Ach nee, hier war gerade jemand. Oh, okay, verstehe. Dann gehen wir ihr hinterher. Die können jetzt gerade nicht so wirklich arbeiten. Das ist natürlich auch schon mal ein gewisser Vorteil, den wir hier haben. Sie wird da drüben hingehen. Ich schleiche mich mal an, Leute. Einfach nur da... Mit wir. Hallo! Sie hat zum Glück ihre Falle runterbekommen. Sie kriegt direkt eine neue. Ey, wenn die jetzt geplatzt wäre, wäre richtig bitter gewesen, ne? Weil Mori und so, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich will gar nicht, dass die Leute der Kopf wegplatzt. Das soll eigentlich hier ein Mori-Montag werden. Ja, ich dachte mir so, komm, 1. September. Grants ist wieder am Start. Erstmal direkt, direkt mit dem Mori-Montag starten. Das ist die Obsession, oder? Die ist tot. Oh Gott. Nevrion, bitte kein Hate-Kommentar verfassen. Das ist nicht nett. Und? Sie zieht halt die Palette einfach nicht. Mach doch! Na, geh doch! Schönes Ding. Ah, die passt sogar auf? Okay. Wenn ich sie jetzt in einem Bereich bekomme... Wenn ich sie jetzt in einem Bereich bekomme, wo ich die Fähigkeit nutzen kann, das wäre halt das Geilste, was passieren kann. Oh, hier ist ja noch jemand. Gerade seid ihr eine SWF-Truppe? Kann auch dich holen. So ist es nicht. Aktuell sind die relativ langsam, weil die halt alle ihre Falle loswerden müssen. Ist neben mir, oder? Ah, schade. Hat auf jeden Fall noch hier gute Chancen zu loopen. Zieht aber dafür natürlich alles weg, was die anderen vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen könnten. Von daher finde ich das eigentlich gerade ganz gut, dass wir ihr am Arsch hängen. Weil für sie... Ja, wow. Wieso ist die denn jetzt geplatzt? Wieso ist die denn geplatzt, Mann? Die war doch in der Jagd! Erstes Mori. Schon mal schön gewastet. Grants, ey. Like a noob. Ach ja. Da hinten der Generator, der ist schon ein bisschen was weiter. Das finde ich nicht ganz so cool. Da würde ich sagen... Oh, hallo? Genau das würde ich sagen, Leute. Ach, hallo. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich noch mal reinstechen. In die nächste Nudel. Aber da war gar keine Nudel mehr. So, hallo, Katie. Die machen jetzt auch doch die Generatoren, obwohl sie eigentlich... Schade. Obwohl sie eigentlich die Dingens mal machen sollten, ne? Oh, das war nicht gut. Das Beste kommt zum Schluss, werde ich jetzt an den Eiern packen.
müssen eigentlich eher mal ihre Fallen loswerden, hätte ich halt gedacht. Aber die wollen nicht. Nun gut, kommen sie mit. Du kommst... Oh, hallo. Na komm, trau dich! Ne? Angst, Potter? Dachte, sie riskiert's und macht nochmal den Haken für ihre Mates weg. Die andere ist da auch gerade hingerannt. Sehr schön. Hier können wir das erste Mori rausballern. Na, siehst du wohl, der Mori-Montag am Mittwoch nach 69 Wochen Abwesenheit. Leute, das sind die schönsten Moris. Ah, wer mir zustimmt, lässt ein Like da, Kappa. So, ja, ich muss jetzt sie auf jeden Fall holen, die Klödia. Moinsen! Na? Oh, Klödia, willst du nicht ein Tanken für dein Mate? Ne? Na gut. Will man nicht so sein, die ist ja sowieso aus dem Spiel genommen erstmal. Oh, Beste kommt zum Schluss, Leute. Bist du hart im Nehmen? Nee, bist du nicht. Dann war das interessant, was du gemacht hast. Die andere muss ihre Falle loswerden, Leute. Ihr wisst, was das bedeuten könnte, oder? Sie kommt das erste Mal in den Haken. Die andere könnte ich Morin. Habe ich das richtig in Erinnerung? Glaube schon, ne? Die andere wird bestimmt versuchen, ihre Falle loszuwerden oder so. Vielleicht geht sie aber nochmal helfen. Ich muss aber... Kacke, ich glaube, wir kriegen nur zwei Moris. Maximal, wenn überhaupt. Weiß nicht, wie weit die Falle schon getickt ist von der anderen. Was mache ich jetzt, Leute? Snack ich jetzt die eine oder die... Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir holen uns jetzt lieber die Kate. Weil sonst platzt hier gleich noch ein zweiter Kopf. Seit wann ist die Fähigkeit so gut von Schweinchen, dass Leute daran sterben? Da vorne, sie versucht gerade ihre... Ja, versucht ihre Falle abzubekommen. Ich warte noch mal kurz. Wenn sie sie jetzt wegbekommt, kann ich mir die Klödia holen. Sie hat sie nicht wegbekommen, oder? Nein. Na gut. Dann Mori. Tut mir leid, aber das Mori ist dann wichtiger. Was war das denn für Deadheart wieder, Alter? Classic. So, darfst du ja neben deinem Mate liegen. Vielleicht hat die Klödia schon gesehen, wo die Luke ist. Falls ja, ist es halt so. Falls nein, habe ich sie auf jeden Fall jetzt gesehen und werde sie schließen, Leute. Ja, ich meine, das einzig Geile, was man jetzt sagen könnte, dass die da schon gestorben sind, war halt eben, dass ich die 8 Stacks auf das Beste kommt zum Schluss drauf behalten habe. Ne, das war schon ziemlich heftig. Also die nimmt man dann natürlich gerne mit. So, da rennt sie. Weil normalerweise ist ja... Aha, dankeschön. 1000 Punkte nochmal für mich. Ehrenwert von der Klödia. Ja, hier hinten ist nichts mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob überhaupt... Ah doch, ich weiß, wo noch was ist. Da vorne sind noch ein paar Sachen. Ansonsten wurde halt schon ziemlich viel weggenudelt. Und dann haben wir die nächste Person auch noch erwischt. So, eine an der Falle. Zwei mit dem Mori. Eine am Haken. Kann man mal machen, Leute. Ist schon ein guter Einstand, um wieder reinzukommen, ja. Grüße gehen auf jeden Fall auch nochmal raus an die Kanalmitglieder, ne? Dankeschön für die lieben Worte im Community-Bereich auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auf jeden Fall für den August euch allen, euch alle gekündigt quasi wieder. damit ihr euer Cash zurückbekommt, weil der August war jetzt halt ein bisschen lost, ne? Deswegen dachte ich mir, ist einfach das Beste, wenn wir es so machen. Wundert euch also nicht, wenn ihr kein Kanalmitglied mehr seid, müsst ihr wieder reincashen für diesen Monat. Und ich habe den Survivor und den Killer-Status etwas abgeändert. Es gibt jetzt kein BGS Survivor und BGS Killer mehr, sondern es gibt nur noch für einen 10er BGS Entitus. Und in dem könnt ihr quasi aussuchen, ob ihr eine Survivor-Runde oder eine Killer-Runde geben wollt. Weil wir hatten jetzt schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, kein BGS Killer mehr. Das heißt, entweder war das eh uninteressant für euch oder es war einfach zu viel Geld, was ich natürlich auch verstehen kann. 25 Euro ist halt schon hardcore, ey. Da kannst du schon mal schön von essen gehen oder so. Deswegen dachte ich mir, komm, mach einfach aus BGS Survivor, BGS Entitus. Vielleicht hat der ein oder andere ja Bock doch eher... Oh, das waren drei Konsolen, Leute. Gar nicht aufgefallen. Vielleicht hat der ein oder andere ja doch Bock, eine Killerrunde zu bestimmen. Also, wenn ihr Bock habt, wieder Kanalmitglied zu werden
oder euch wundert, warum ihr kein Kanalmitglied mehr seid, dann wisst ihr es jetzt auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall jetzt im September wieder wie gewohnt weitermachen, denke ich mal. Mir hat die Pause richtig gut getan. Ich denke mal, ja, man hat es eh schon vorher auch gemerkt. Ich war oftmals auch irgendwie so ein bisschen grumpy mit DBD. Ich habe auch tatsächlich, wenn ihr mal schauen wollt, ich bin bei dem Spalt gerade mal auf Gruppe 29. Ich habe wirklich auch selber gar nicht so viel DBD gestreamt. Wir haben viel Hunt Showdown gespielt jetzt die letzte Zeit. Ich habe Legend of Keepers mal wieder ein bisschen gespielt, Hitman 3, ein bisschen andere Dinge mal wieder gezockt, abseits von DBD. Tat mir auch relativ gut, muss ich sagen, weil DBD ist aktuell sehr schwierig. Ich finde, seit dem Geburtstagsevent als Survivor ist es wirklich, du hast zu 69% irgendwie sehr merkwürdige Killer, wo viel gecampt, viel getunnelt wird und so weiter. Und das hatte sich dann ja auch in den Aufnahmen so ein bisschen niedergeschlagen. Habt ihr ja alles mitbekommen. Und ja, deswegen dachte ich mir dann so im August, als die ganze Geschichte da so losging, war es eh schwierig mit Aufnehmen, weil viel Zeit quasi verloren geht, bevor man ein geiles YouTube-Video hat. Deswegen habe ich mich ein bisschen auf das Stream konzentriert. Und Grüße auch an alle Leute, sehr cool, viele Leute von YouTube rübergekommen, haben nachgefragt, was los ist auf YouTube. Hat mich gefreut, euch auf Twitch zu lesen auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das sind so alle wichtigen Dinge. Ich wollte jetzt auch nicht das Video komplett vollladen damit, deswegen hier am Ende nochmal so ein paar Worte. Danke auf jeden Fall für an alle, die noch da sind. Und ich glaube, die Pause war auch insofern gut, weil viel Abschaum wieder rausgespült wurde, ja. Viele böse Kommentare bekommen. Hab ein paar, ich habe ein paar Leute gelesen, oh Gott. Man weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll, weil es eigentlich traurig ist, dass es solche Menschen gibt. Hab ein paar Kommentare gehabt von Leuten, die schon 3, 4 oder 5 Jahre ein Abo hier haben. Das ja komplett gratis ist auf YouTube wohlgemerkt, die noch nie einen Kommentar geschrieben haben. Das ist immer das Schöne. Ich kann ja genau sehen, wie lange Leute schon abonniert haben. Ich kann sehen, was sie so alles kommentiert haben. Ja, die haben noch nie einen Kommentar geschrieben. Aber wenn dann mal auf einmal keine Videos mehr kommen für eine Woche, ne? Dann kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen und fordern aber den Content ein, für den sie noch nie was gezahlt haben, ey. Solche Maden. Naja, gut, okay. So viel dazu, Leute. Danke auf jeden Fall an die coolen Leute. Das sind auf jeden Fall glücklicherweise ein Großteil von euch. Ja, Idioten gibt's halt überall. Das hat man leider. Liebe geht raus an euch. Wenn ihr Bock habt, heute 15 Uhr Stream. Ab 17 Uhr tatsächlich DBD. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, was hoffentlich nicht erst in 69 Wochen sein wird, sondern morgen. Also, haut da rein. Tüdelüb. Ach so, ich habe ja noch hier eine Endcard. Das ist aber eine alte Endcard, Leute, weil wir jetzt ja gerade keine Kanalmitglieder mehr haben. Aber hier, ne, in freudiger Erinnerung, dass Tossi und Tokenknopf verrückt sind und wir ein paar Survivor haben, ne, Skyline Rider, Sachsentom, Jasmin, Umareta, Aerox. Oh nein, ich konnte den letzten nicht mehr vorlesen, weil die Zeit zu knapp ist. Es tut mir leid, aber auch du bist ein cooler Dude. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Blubblub.